Ja, das seid ihr von mir gar nicht gewohnt, ich weiß. Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Toto aka Thorsten, beim Clan True Warriors. Zweite Folge hier auf Mittwoch. Das seid ihr von mir nicht gewohnt, aber ich will euch aus meinem anderen Dorf den Status einfach mal mitteilen, damit ihr so ein bisschen wisst, ja, auch da macht der Toto was, auch wenn er es eigentlich hasst. Ja, wir schippern mal rüber, klicken hier aufs Boot und ihr seht das, ich bin jetzt schon maxed out hier von meiner Dev sowieso, von meinen Truppen auch, ja schon länger gewesen und das Einzige, was ich jetzt eigentlich noch mache, ist Mauern appen. Das Problem ist einfach nur, dass du nur zwei Mauern schaffst pro Tag, denn hier oben gehen ja nur 250.000 rein und eine Mauer hier kostet jetzt schon 100.000 Gold. Das heißt also, entweder gemme ich hier die Zeit vor, damit ich es ein bisschen schneller schaffe, oder ich lasse die Tage einfach verstreichen. Ich habe mich dafür entschieden, ich lasse die Tage einfach verstreichen. Das ist mir so egal, dieses Dorf hier. Das geht mir so auf den Senkel, kann ich euch gar nicht sagen. Ihr seht es auch selber, ich hänge irgendwo bei 1404 Pokalen rum. Ich schaffe hier nichts mehr. Also die Angriffe hier, wenn ihr die sehen würdet und wenn ich sie hier sehe, ich lache mich hier richtig kaputt. Und aber ihr seht, ich habe auch die Juwelmine. Hurra! Dann holen wir uns die. Wie viel sind es heute? Ah, ein Juwel, jawohl. Ja, immerhin ist sie schon auf 2. Und sie schafft eigentlich 2,4 pro Tag. Das heißt, irgendwann werde ich wahrscheinlich heute noch ein Juwel bekommen. Aber ich kämpfe jetzt mal nicht. Ich zeige euch mal nur so das richtige Drama hier. Wo hier. Guckt euch das an hier, 15%. Also das ist der, ich will es ja nicht mal aussprechen, aber das war hier schon der Super-Troll. Ich habe hier wirklich, ich habe hier echt gelegen und hab selber vor mich hingelacht, weil ich kann einfach nur noch lachen über das, was hier passiert. Ich ärgere mich, ja klar. Aber ich kann hier eigentlich, habe ich bei diesem Angriff gedacht, ey, was geht denn hier? Und ich habe den jetzt auch so lange bis zur Aufnahme offen gelassen, weil das kann ich euch nicht vorenthalten. Ich glaube, ein anderer YouTuber hat schon mal sowas Ähnliches probiert, was hier so ein bisschen stattfindet gleich. Also es ist wirklich, es ist so göttlich. Ich meine, 15%, das spricht ja auch für sich. Ja, das ist so richtig, richtig vermatschter Angriff, aber das ist auch schon RH4 oder Bauhütte 4 hier oder Baumeisterhütte 4. Und da habe ich sowieso noch schwer mit meinen drei Lagern, also gegen einen Vierlagerspieler. Und die trifft man hier jetzt natürlich viel, viel häufiger. Ja, viele raschen hier vor. Ihr seht es auch hier selber. Ne, die Mauern hat er hier hinten, hat er mal auf 2 gemacht. Aber das war's dann auch. Hauptsache, ich habe 4 Lager, habe die Truppen und habe hier eine fette Base hier schon mit dieser Post hier drin. Also das ist so ähnlich, glaube ich, wie eine Clanbook. Ich weiß das noch gar nicht. Aber wir gucken mal weiter. Ihr müsst euch das einfach angucken. Es ist so göttlich. Und ich habe hier wirklich gelegen, habe gedacht, Alter, wie scheiße war das denn jetzt gerade? Das geht gar nicht. Ja? Ich mache das jetzt auch mal so ein bisschen langsamer. Lasst euch das einfach mal laufen und ihr könnt mal so richtig laut lachen. Ja, war das cool? War das cool, der eine Riese hier? Alter, wie ist der geflogen? Und das passte genau. 3 Sprungfallen. Also ich weiß, dass man jetzt eine als Bauarbeiterhütte 4, glaube ich, mehr kriegt. Und wir gehen trotzdem einmal rein. Ich will euch wenigstens einen Angriff zeigen, wie das hier zurzeit so läuft. Also jeder hatte ja so eine Art Anti-3 Sterne oder Anti-2 oder Anti-1. Es ist mir auch ganz egal. Na, das ist hier, ich kann es echt nicht sagen. Naja, egal. Ich lasse die Truppen so, die haben sich so ein bisschen bewährt. Ich schnäggel mir immer so ein bisschen was mit den Truppen hier weg und gucke mal, dass ich mit denen hier so ein bisschen reinkomme und danach dann erst die Riesen nachziehe, dass die ein bisschen schneller sind als meine Bogies, um hier ein paar Prozente zu reißen, dass ich wenigstens ein bisschen was an Tanks so ein bisschen in der Base habe. Aber ihr seht das hier, ja, das können so 40% werden. Ich sehe es noch ganz zuversichtlich.
Oh, die Riesentanken. Oh, es wären sogar 50%. Der Heiland ist da. Ja, es wären 50% und ich würde fast sogar sagen, wir kriegen das Rathaus. Nein, nicht das Rathaus, die Baumeisterhütte hier, aber wir schaffen jetzt den Zerschmetterer leider nicht mehr, den Crusher. Egal, mal gucken, wie wir uns hier schlagen. Es sollte ja auch nur eine kurze Folge sein. Kurzer Status hier. Gewonnen. Yes. Ja? Aber auch nur ein paar Pokale gewonnen. Ich mache hier morgen weiter. Es sollte einfach nur eine Statusfolge sein, damit ihr wisst, ich bin hier auch noch tätig. Und klein und fein. Ich sage damit tschüss. Euer Toto. Clasht.